Mein Thema ist heute Abend eher eine Frage. Ich frage mich das ja schon länger, aber heute auch mal wieder, wollen die Grünen uns eigentlich die Lebensfreude verbieten? Wie ich darauf komme? Der Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hält die Ausrichtung des Oktoberfestes in München für unvernünftig. Es bestehe die Gefahr, dass Corona mit neuer Härte zurückkomme. Zudem warnt er vor harten neuen Virusvarianten. Geht's noch? Warum vermisst uns Janosch Dahmen die Sommerlaune und prophezeit Dinge, die er gar nicht hervorsehen kann? Von den wirtschaftlichen Auswirkungen, die eine dritte Absage des Oktoberfests zur Folge hätte, ganz zu schweigen. Kommen wir lieber zu der wichtigsten Frage. Wann sind wir bloß in die Endlosschleife panikgetriebener Politiker geraten? Und diese Frage möchte ich gerne direkt an Frau Zypris geben. Vielleicht sieht sie es ja auch anders. Ich sehe es definitiv anders. Erstens mal kenne ich diesen Gesundheitspolitiker überhaupt nicht. Scheint mir jetzt nicht so die erste Reihe zu sein. Und ich finde, er ist der gesundheitspolitische Sprecher. Schlechthin, oder wie? Also im Bundestag. Er ist der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, ja. Okay, ja. Aber ich meine, man kann jetzt irgendwie nicht auf jede Meinung eingehen und man kann nicht jedes Problem irgendwie dann auch gleich kontrovers oder sich anziehen, sage ich mal. Ich glaube, man muss auch irgendwann mal sagen, okay, kann der ja so sehen, warten wir erstmal, bis eine Virusvariante kommt. Mag die Regierung das vorbereiten? Das halte ich für richtig. Das ist, wenn es so sein kann, dann ist es richtig, man bereitet sich darauf vor. Aber das war es dann auch. Aber finden Sie diese Panikmache richtig? Also nein, jetzt, die finde ich nicht richtig. Genau, also jetzt mal nicht über den Politiker speziell, aber es ist ja schon synonym dafür, es machen ja auch andere Politiker, ja, dass jetzt schon wieder vor neuen Virusvarianten gewarnt wird, jetzt schon wieder aufs Oktoberfest geblickt wird. Muss man den Menschen nicht mal eine Corona-Atempause geben? Naja, die Corona-Atempause kann man nur geben, wenn man kein Corona hat. Deswegen ist es sinnvoll, man beobachtet die Fallzahlen und man reagiert dann. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, wer weiß, was wir in 3 Monaten für Fallzahlen haben und deswegen machen wir jetzt schon mal dieses oder jenes, ne? Man hat fast ein bisschen so das Gefühl, finde ich, irgendwie, als wollen manche gar keine Corona-Pause haben, sondern irgendwie diese durchgehendes Paniklevel bis zum Herbst durchmarschieren lassen. Weil genau genommen weiß keiner von uns, was im Herbst kommen wird. Und ich warte ehrlich gesagt eher gespannt endlich auf die Evaluierung der Corona-Maßnahmen und auf ihre Wirksamkeit. Ich glaube, dass unsere Regierung mehr damit zu tun haben müsste, eigentlich uns endlich zu erklären, welche Maßnahmen eigentlich sinnvoll waren und welche nicht. Vor allen Dingen im Hinblick auf den Herbst, weil dort drohen ja wieder neue Maßnahmen oder dass Maßnahmen zurückkehren. Und bevor die wieder neu erlassen werden, also angefangen irgendwie von Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen und so weiter, hätte ich gerne jetzt eigentlich mal eine Evaluierung, welche dieser Maßnahmen überhaupt jemals sinnvoll waren. Denn nur sinnvolle Maßnahmen können wir im Herbst auch wieder wiederholen. Genau. Janosch Dahmen ist ja jemand, der nicht so bekannt ist, das stimmt, weil er relativ neu ist im Bundestag. Er ist aber so tatsächlich ein Mann vom Fach. Er ist ausgebildeter Rettungsarzt, hat auch, glaube ich, auch mal so ein Luftrettungszentrum geleitet, also weiß aus der Praxis zumindest als Arzt, wovon er als gesundheitspolitischer Sprecher spricht. Allerdings bin ich auch da anderer Meinung, weil ich meine, wir müssen auch an die wirtschaftlichen Folgen denken, was jetzt hier passiert. Ich meine, jetzt wird wieder die Sorge geweckt, was ist denn jetzt mit dem Oktoberfest? Da sind Hunderte von Leuten involviert, wirtschaftlich involviert, die 2x große Ausfälle gehabt haben in München. Mhm. Die vertrauen jetzt den Ansagen ihres Bürgermeisters, ihres Ministerpräsidenten, die gesagt haben, okay, das Oktoberfest findet statt. Und jetzt kommt wieder die große Angstglocke von der Absage des Oktoberfestes. Da bin ich dafür, dass man da ein bisschen pragmatisch ist, sagt, okay, wir überlegen, wenn die Situation sich zuspitzt, dann nur mit Test oder wie auch immer. Aber von vornherein die Verboteritis jetzt auszurufen, zum dritten Mal in Folge, das zeugt nicht viel von auch wirtschaftlichem Sachverstand in dieser Sache. Aber ich kann Ihnen sagen, ich bin ja selber Eventmanager und habe 2 Jahre extrem unter dieser Pandemie gelitten, weil ich so viel verloren habe, dass man sich es gar nicht vorstellen kann. Und als wir letztes Jahr wieder mit dem CSD auf die Straße gehen wollten und wir ein Hygienekonzept vorgelegt haben, nämlich Masken zu tragen, was uns dann ja auch genehmigt wurde und wir das gemacht haben, wieder demonstriert haben, draußen Maske tragen, dann wurden wir auch hier aus eurem Haus kritisiert dafür, dass es einige gab, die keine getragen haben, weil gleichzeitig das beim Nena-Konzert irgendwie, und man erinnert sich ja noch so leicht daran, irgendwie die Leute in einzelne Ecken gedrängt wurden. Bei Viertel nach 8 wurden sie nicht dafür kritisiert, aber das kann ich schon mal sagen. 100%. Ich weiß es noch ganz genau. Und wir von vielen Medien, also ich will das jetzt auch gar nicht nur auf die Medien schieben, sondern will ja eher sagen, das Verlangen, das sehe ich jetzt ja aktuell. Ich war jetzt über den Winter viel in den Staaten, weil ich einfach
die Corona-Maßnahmen teilweise eben auch ein bisschen davon entfliehen wollte und nicht die ganze Zeit Maske tragen wollte. Und dort hat man ja schon sehr in Freiheit dann gelebt. Aber wenn ich jetzt hier bin, wie viele Menschen es immer noch freiwillig tragen, weil sie immer noch Angst haben, dann muss man dann halt auch sagen, es ist vielleicht nicht unbedingt die Mehrheit, die das so toll findet, dass alles einfach gelockert wird und aufgehoben wird. Also man sollte schon danach gucken, wer will das? Also einfach pauschal zu sagen, die Mehrheit ist dagegen, ist jetzt auch irgendwie nicht richtig. Aber gleichzeitig, das ist ja nicht das Thema, ehrlicherweise. Ich meine, jeder sollte sich so schützen, wie er es oder sie es für richtig halten. Ja, das sehen wir so. Okay, die Frage ist nur, muss man ein Fest verbieten, was überwiegend im Freien stattfindet. Absolut, das haben wir bei der Demo ja erlebt und mussten die Maske tragen. Natürlich, obwohl alle Wissenschaftler ja schon im Sommer 2020... Das war letzten Sommer. Das war 21, aber man wusste ja schon nach dem ersten Lockdown, dass draußen eine Ansteckung sehr gering ist. Aber da wird es ja jetzt langsam wirklich absurd, mit allem Respekt vor dem CSD. Und wir wissen, das ist ja nicht nur eine Feier um die Rechte von Homosexuellen, Transgender und anderen Minderheiten zu stärken, sondern ist mittlerweile ja auch ein großes Volksfest, wo viele Menschen hinkommen und dann diese politische Botschaft wahrnehmen. Das ist eine Demonstration. Ja, seien wir ehrlich, es ist eine Demonstration. Sie sagen, es ist eine Demonstration. Es ist eine wichtige Demonstration. Es ist als Demonstration angemeldet. Das ist sicherlich auch der Kern gewesen. Mit Sicherheit kein Volksfest. Und es ist aber mit sehr viel Spaß und mit sehr viel Freude. Und diese Bilder werden doch auch vermittelt. Also zeigen Sie mir einen CSD, wo nicht getanzt, gelacht wird, geschunkelt wird und auf den Wagen die große Party abgeht. Mit politischer Botschaft, das bestreitet ja kein Mensch, aber mit dem Kern natürlich dabei, Freude und Spaß zu haben. Ich wollte aber auf was anderes hinaus. Aber wahrscheinlich hat es keiner im Kreuz gehabt, zu sagen, der CSD findet nicht statt. Aber jetzt zu sagen, das Oktoberfest soll nicht stattfinden, das ist natürlich völlig absurd. Ich bin da auch absolut dagegen und sehe das genauso. Ich will nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass immer noch so viele Deutsche, also ich weiß nicht die Prozentzahl, aber dass ich das ja selber merke, wie viele immer noch das Verlangen nach gewissen Regeln haben. Und ich sehe das. Das sollte doch jeder für sich entscheiden. Also wenn ich ins Gym gehe, dann gibt es immer noch, ich kann jetzt keine Prozentzahl sagen, aber dann gibt es immer noch einen gewissen Anteil von Menschen und die sind 20, 25, 70, 80, also ganz unterschiedlich, die immer noch freiwillig Maske tragen, obwohl sie es nicht müssen. Aber, so, und, okay. aber die Frage ist, müssen wir uns der Angst sozusagen anderer Leute eben beugen? Und da finde ich, ist es jetzt endlich Zeit, einen Unterschied zu machen, dass man sagt, jemand, dem es Angst macht, auf einen CSD zu gehen oder zum Oktoberfest zu gehen, weil er glaubt, dass er sich dort ansteckt, der soll zu Hause bleiben. Also ich finde, inzwischen ist es einfach so, dass die Gesellschaft ihre Freiheit wieder zurückhaben muss. Und diejenigen, die Angst haben, die müssen selber schauen, wie sie selbst den Abstand halten. Aber wir können nicht mehr verlangen, dass ein ganzes Volk eben seine Freiheit aufgibt, nur weil manche Menschen in ihrer Angst bleiben möchten. Diejenigen schützen sich mit einer FFP2-Maske ja selbst. Ja, und es geht natürlich auch um die Frage, welche Varianten sind es? Und da kommen wir wieder auf Ihren gesundheitspolitischen Sprecher der Grünen, der ja offenbar von einer Variante ausgeht, die wir heute noch gar nicht kennen. Und das ist ja das Problem. Also bei dem, was wir heute haben, können wir sagen, wir können das alles so freigeben, jeder soll es selber machen, weil wenn man halbwegs ordentlich geimpft ist, dann passiert einem nicht so sonderlich viel, selbst wenn man sich infiziert. Aber wenn es natürlich eine Variante gibt, gegen die das Impfserum nicht wirkt und wir dann irgendwie diese Variante bekommen, dann haben wir wieder eine ganz andere Diskussion. Aber ich meine, das ist irgendwie so, wie Asterix immer gesagt hat, kann sein, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, Viel wichtiger ist im Moment nicht unser Thema. Dass die Gedanken über Selbstmord bei Kindern und Jugendlichen sich verdreifacht haben während der Corona-Pandemie, dass irgendwie Menschen eben Veranstalter, Kultur, alle gelitten haben. Und wenn ich hier durch Berlin gehe, dann habe ich das Gefühl, alle tun wieder so, als wäre nie was gewesen. Ich finde, da sollte man jetzt eher über die Spätfolgen, auch von Maßnahmen, aber von allen, von der gesamten Corona-Pandemie.